Willkommen zurück, liebe Leute, zu Outlast Whistleblower DLC. Wir machen jetzt mal weiter. Hi, Kumpel, alles klar. Moment. Ist da vielleicht noch eine Batterie oder sowas drinnen? Nee. Ich dachte schon. Ich dachte kurzzeitig, der will zuschlagen. Wo? Oh shit. You know they're coming. Nein. Oh shit, Leute. Oh fuck, fuck, fuck. Wow! Doch nicht da lang? Vielleicht doch hier hinten lang? Nee, hier, doch, hier geht es lang. Oh, was sind das für Halluzinationen? Das sieht aus wie so ein... Oh, wie heißen diese Tests? Ich weiß schon, diese Psychotests, aber die haben ja so einen speziellen Namen. Einer aus Watchmen hieß da auch so. Scharlach? Ne, wie hieß denn das? Aber ihr wisst schon, diese komischen Psychotests mit diesen Bildern, das hat doch so einen speziellen Namen, ich weiß ihn gerade nicht. Wow, wow! Da ist eine Batterie, her damit. Okay, alles klar. Okay, da ist der andere Kollege reingerannt. Ich habe mich schon im ersten Part gewundert, was da los war. Weil da schien mir das... Hieß es nicht so, ja, ich bin wieder raus da und es muss aufgedeckt werden. Allerdings soll doch der DLC die Vorgeschichte erzählen, ne? Komm to join our therapy session. Here, take the blade. Keep it around with our friend here. Get a little red on your hands. It's always hard to express yourself. You keep it bottled up too long and you might do something you regret. No. You're one of those. Too good for the likes of us. Think you're different? Something special? There are no observers here. Now, get the fuck out of here before I change my mind. Ich dachte, ich werde von hinten abgestochen oder sowas. Wow, Alter! What the fuck? Was willst du von mir? Oh, du Pisser, Alter! Da drauf, Alter. Ich sehe ja gar nichts. Dieser Nebel hier. Was ist das? Was ist denn dieses Krisselmäßige? Ah. Bad idea. We get out of here through reception and then more tactical later. If we get here in time, we need help now. If we get them on the radio, the National Guard could be here within... We don't even know the radio works. It's shortwave. If the prison's got electricity, they've got signal, and the lights are on. Murkoff has it under control. Yeah, I noticed. We need to get to that radio. Outside help doesn't come without outside attention. Do you want responsibility for every equally shaky thing you did on the Murkoff company payroll? I know I don't. It's too late to worry about that. This just has to stop. You're scared. You're not thinking straight. Let me make something clear. You try the radio outside the alley. I'm gonna give you a whole new something to be scared of. Are you threatening me? Yes.
Okay. So, was haben wir da für Notizen bekommen? Ein Funkgerät im Gefängnis. Es gibt ein Funkgerät im Gefängnis. Kurzwelle. Sollte es Saft haben, dann bringe ich es zum Laufen. Dann wird es für mich arbeiten. Es gibt Hoffnung, Lisa. Ich komme zu dir nach Hause. Mein Fehler lag in der Subtilität. Ja, Subtilität, wie du es schon immer gesagt hast. Ich dachte, wenn ich ein paar Informationen an Journalisten durchsickern lasse, dann wäre es sicher. Ich wollte nicht im Mittelpunkt stehen, die ganze Aufmerksamkeit haben. Murkoff ist gefährlich, das weiß ich. Ich dachte, ich versuche es mit Subtilität, um deines Willen, Lisa, und für die Jungs. Aber ich hätte Murkoff bloßstellen sollen, zeigen sollen, was sie der Welt antun. Ich hätte es jedem und allem zuschreien sollen. Ich kann nicht sterben. Nicht, bevor ich das Funkgerät erreiche. Sie können es jetzt nicht mehr vertuschen. Es ist zu kaputt, zu gefährlich. Warte mal. Ist das der Journalist, den wir hier gerade spielen, auf den sich der Hauptcharakter aus dem Hauptspiel bezogen hat? War da nicht irgendwie sowas? Oh Leute, ohne Witz, ich hatte so ultra Schiss beim ersten Mal durchzogen, dass ich gar nichts mitbekomme. Irgendwie, ich weiß gar nichts mehr. Ich habe das Spiel sehr schnell verdrängt, denn es hat mich fertig gemacht. Und achso, wundert euch nicht, warum wir das Ganze auf dem PC zocken jetzt. Ich gehe mal stark davon aus, ich habe noch gar nicht nachgeguckt, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass Sony das ja nicht auf die Reihe kriegt normalerweise, DLCs oder sowas mal außerhalb bzw. abseits von einem Mittwoch rauszubringen. Deswegen habe ich mir die PC-Version einfach geschnappt, denn ja, wir befinden uns auf YouTube und wer zuerst kommt, mal zuerst. Hallo! Und ja, deswegen ist ja auch jetzt nicht so schlimm. Nicht, dass ihr euch wundert, weil ich denke, es kommen sowieso Fragen dazu. Warum zockst du das nicht auf der PS4? Für uns macht das auch keinen Unterschied. Shit. Ach, egal, ihr wisst schon. Nur damit ihr mal Bescheid wisst. Ah, das ist A, hier sind wir. Was zur Hölle? Alter. Help me, please. I'm a doctor. I need to get hold of my... You're not security. I'm a patient like you. Stole these clothes from a dead body I found. You gotta get me out of here. Please, just push the button. Open the door. We can get out of here together. Yeah. Ich werde nicht gerne angelogen. Ich hoffe, dir ist das bewusst. Ich muss den wohl drücken. Ich wollte schon sagen. Ich hab so das Gefühl, dem werden wir nochmal begegnen. Kommt der hier rein jetzt? What the fuck? Die Ärzte sind krank. Ich habe noch nie einen Mann sterben sehen. Habe noch nie einen toten Körper außerhalb eines Sarges gesehen. Dutzende heute. Ermordet oder schlimmer. Ich habe einen Mann in die Augen geschaut, als ein anderer ihn in Stücke gerissen. Als ein anderer ihn in Stücke riss. Behauptete, er sei ein Arzt, doch dann sah er die Fetzen, in die sie mich gesteckt haben, und änderte seine Geschichte, sagte er, sei ein Patient. Er hätte entweder oder sein können. Sie sind alle verrückt, alle krank. Es gibt keinen richtigen Unterschied zwischen ihnen mehr. Die Therapie breitet sich aus. Und was bin ich? Ich sah den Mann beim Sterben zu und dachte nur,
Ich bin es nicht, Gott sei Dank. Ich weiß, ich sterbe irgendwann. Ich will nicht ermordet werden. What the fuck, what the fuck? Wow! Shit! So nicht, so nicht! Ah, Gott, mach die Tür auf. Boah, was will der? Oh, Mann! Ich glaube, ich muss lieber rennen. Scheiße. Ach, Leute. Na gut, ich versuch's beim nächsten Mal. Wir machen beim nächsten Mal weiter hier an dieser Stelle. Puh, und schauen mal, was so geht. Ich weiß auch gar nicht, wie lange der DLC geht. Ich hoffe doch ein, zwei Stunden, obwohl das Hauptspiel ging auch nicht so lange. Mal sehen. Wir werden sehen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Wie gesagt, wenn ihr möchtet, unterstützt das ganze Projekt mit einer Bewertung und einem Kommentar. Wäre auch super. Leute, haut rein und tschüss!